Hi Leute, heute in dem Video wollte ich euch mal meine Erfahrungen mit Hunderten, wenn nicht ja, Tausende mittlerweile, von Kindern wahrscheinlich, die ich gemacht habe, euch erzählen, teilen, was ich da so beobachtet habe. Und alles seht ihr gleich. Und zwar hatte ich in den letzten Tagen wieder Inliner-Kurse und ich gebe das über eine Firma, Cityscape heißt die, und ja, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Das sind immer 2-Stunden-Workshop. An Schulen ist es meistens 1. bis 4. Klasse häufig oder dann Ferienprogramme, und wir gehen da einfach an die Schulen, beziehungsweise je nachdem, wer das halt bucht, kann jeder buchen, so ab 14 Leuten. Ist es eigentlich buchbar? Kommt ganz darauf an, ob es halt von der Örtlichkeit, ob da gerade noch was anderes stattfindet. Genau. Und Anfahrtkosten halt dann. Und ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit 2014. Ein zum Kurs, wie gesagt, dauert 2 Stunden. Die geben auch, ja, es geht einfach so um Verkehrssicherheit für Kinder. Und die haben verschiedene Projekte. Einmal gibt es Roller Kids Projekt und dann gibt es eben die Inliner Workshops. Es gibt Verkehrs- und Sicherheitstag, wo manchmal an Schulen organisiert wird. Und mittlerweile gibt es auch Waveboard-Kurse. Und ja, dann gibt es an so Verkehrs- und Sicherheitstagen, dass dann alles ausprobiert wird. Im Prinzip dann so noch Longboards dabei und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ich kann das mal kurz hier zeigen. Genau, Cityscape heißt es, und die haben da so verschiedene Projekte. Er hat nicht bezahlt für die Werbung. Es macht mir einfach nur Spaß, da Kurse zu geben, so, und ich mache das, wie gesagt, seit 2014. Also 2014, 15, 16, 17, jetzt so das 4. Jahr. Und es macht immer unglaublich viel Spaß einfach, weil ich, vor allem die Kurse sind einfach unregelmäßig, ich kann mich da eintragen und macht echt super viel Spaß. Und es ist unglaublich so, ich wollte jetzt einfach mal meine Erfahrungen erzählen, was ich mit den Kindern wirklich gemacht habe, was ich gesehen habe und was da eben für ein Potenzial ist, was für Unterschiede. Also es sind so die 3 Hauptpunkte. Einmal, was da wirklich für eine unglaubliche Lernfähigkeit in Kindern steckt. Darauf wollte ich mal näher drauf eingehen. Und als 2. Punkt, diese Unterschiede, die man eben bei den Kindern beobachtet, diese Spanne ist wirklich riesig. Und als 3. Punkt, was hatte ich mir aufgeschrieben? Ja, die Eltern, die Verantwortung als Eltern und was das für einen Einfluss hat, was ich auch immer wieder sehe, egal ob es jetzt auch Eltern oder einfach das Umfeld ist, wie ein Kind sich verhält. Ja, der 1. Punkt. Die Fähigkeit, die Lernfähigkeit von Kindern. Das ist wirklich unglaublich spannend, das zu sehen. Was für ein Potenzial, wie viel die da lernen in so kurzer Zeit. Also jetzt letzte Woche hatte ich dreimal 2-Stunden-Kurs ist das. Das gibt es auch noch. Da verteilt man das Ganze ja, auf 3 Tage. Haben wir eine Gruppe von Kindern immer. Es sind eigentlich immer 2 Trainer bei den Inliner-Kursen. Und dann haben wir die Kinder jeweils 3 Tage hintereinander und jeweils 2 Stunden. Jeden Tag. Und da hatte ich ja, jeweils 3 Tage, jeden Tag 3 Kurse, jeden Tag 6 Stunden auf Skates. Und das ist auch unglaublich schön, finde ich. Man bewegt sich den ganzen Tag, man kriegt wieder eine Energie, man ist draußen in der frischen Luft. Mir macht das echt so viel Spaß. Und in diesen 3 Tagen, die Kinder können am Anfang oft nicht mal richtig auf den Skates stehen. Und danach können die wirklich top fahren, fahren immer noch über eine kleine Rampe. Wir haben so eine kleine Rampe dabei und eine Wippe immer. Und fahren am Ende da wirklich drüber. Und das ist wirklich so, zu den Kursen, da melden sich ja normalerweise, wenn nicht gerade irgendwelche Eltern da sind, die ihre Kinder da so ein bisschen halber hinschleifen oder so, was bei den Kursen wirklich eigentlich nicht passiert, sondern es ist oft auch in Schulen, dann fragen die einfach, hey,
Wer hat Lust auf den Inliner-Kurs? Die Kids, die Lust drauf haben, die kommen auch. Und die anderen kommen erst gar nicht. Und wenn jemand Lust auf was hat, dann ist überhaupt jeder Mensch, wenn er was lernt, ist es ein befriedigendes Gefühl. Kennst du diesen Moment, wenn es irgendwie Klick macht in deinem Kopf und du hast plötzlich eine Sache verstanden? So. Selbst wenn du gerade Mathe nicht magst oder so. Aber wenn es gerade mal einen Moment Klick macht, dann denkst du dir, hey, geil. Meistens ist es nur so, dass uns in der Schule der Spaß an der Sache völlig verdorben wurde. Und wir erst mal wieder lernen müssen, den Spaß daran wieder zu entdecken, die Freude. Aber bei jedem Lernprozess ist eigentlich immer Freude dabei. Lernen ist ein natürliches Bedürfnis. Solange das nicht durch eine Verurteilung abtrainiert wird, durch eine Beurteilung vom Umfeld, von den Eltern oder in der Schule, durch diese Bewertungen ständig, so lange lernen Kinder explosionsartig, so schnell so. Man sieht es ja beim Sprechen zum Beispiel. Sprechen, wie habt ihr denn Sprechen gelernt? Völlig automatisch. Die Eltern sprechen, Imitation, es wird nachgemacht, Beobachtung. Jedes Kind hat den Drang zu lernen. Solange der nicht unterbunden wird durch ständige Bewertung, durch Beurteilung, das eine ist gut zu lernen, das andere ist schlecht, dann ist da so ein hohes Potenzial. Und ja, wie gesagt, bei den Kursen ist es wirklich so, die Kids können oft am Anfang nicht mal draufstehen und danach so ein Kurs, ja, es ist unglaublich, was die gelernt haben, können über ein Seil springen, können mal eine halbe Drehung machen, können richtig bremsen, können richtig hinfallen. Und können mal richtig fahren, können mal ein bisschen Gas geben einigermaßen. Und stehen da nicht wackelig drauf und fallen beim ersten Schritt um. So. Und gerade auch in der Gruppe sieht man dann auch wieder so das Umfeld. Wenn die Kinder in der Gruppe sehen, hey, der macht es ganz locker, dann fährt ein Kind, obwohl das da vorher, ja, eigentlich, wenn man es vorher mal beobachtet hat, gar nicht mal ansatzweise dazu fähig ist, beobachtet es einfach, macht es nach, so. Und genauso sehe ich immer wieder, jetzt was den letzten Punkt mit den Eltern dann anbelangt, wenn, wie ein Kind, wie das Umfeld, wie das von der Psyche her drauf ist, ist so entscheidend. Manche Kinder, die, du siehst schon, die haben einfach nur Angst. Noch bevor sie es probiert haben, sagen sie, oh nee, kann ich nicht. Und durch diese Angst blockiert der ganze Körper und ist völlig gelähmt und da kann gar nichts mehr, ja, richtig agiert werden, nicht mehr richtig gehandelt werden. Und ja, an sich ist da eben ein unglaubliches Potenzial. Und andererseits ist auch diese Spanne von den motorischen Fähigkeiten, sowohl als auch von den psychischen Fähigkeiten bei den Kindern so unterschiedlich. Also wir sagen zum Beispiel bei den Kursen immer, dass die Kinder, ja, so ab 4, 5 Jahren können die dann zu so einem Kurs eigentlich, wenn sie einigermaßen draufstehen können auf den Skates. Und manchmal sind da 5-jährige Kids dabei. Die sind am Anfang noch ein bisschen wackelig, aber am Ende fahren die da alles. Die rasen da rum, sind perfekt schnell. Und dann hast du manchmal andere Kinder, die sind 10 Jahre alt. Die haben null Körperspannung, null Körpergefühl, gar nichts. Die können nicht mal auf Inlinern stehen. So, und wenn du so immer jemanden im Kurs dabei hast, ist es oft schwierig. Du musst die ganze Zeit in die Hand nehmen, wenn du, ja, Glück hast, dass er dann überhaupt noch stehen kann. Die haben nicht die Körperspannung, die Muskeln, dass die überhaupt ihre Beine auf Skates zusammenhalten können. Was willst du auch so einem Kind sagen? Da kannst du dann auch nichts machen. Da fehlt so, hey, geh nochmal, üb nochmal laufen, lern nochmal deinen Körper kennen, bau mal die nötige, ja, das nötige Körpergefühl und Motorik auf, damit du deine Füße zusammenhalten kannst. So. Das ist wirklich dann eigentlich traurig zu sehen, dass ein Kind, das dann irgendwie 10 Jahre alt ist, nicht die Füße zusammenhalten kann und nicht diese minimale Körperspannung und Beherrschung dafür hat, einfach nur auf Inlinern zu stehen. Und oft sieht man dann auch die Eltern und so wie die Eltern ausschauen, schauen dann oft auch die Kinder aus. Und dann hatte ich da manchmal so Kinder, die wie so ein Flummi sind und da irgendwie alles
auseinanderrutscht, die Beine, weil allein einfach die Körperspannung fehlt, so Grundprinzipien. Und das ist dann wirklich krass, diese Unterschiede zu sehen. Genauso, wenn manche Kinder, die machen da Sachen, die springen irgendwie einen halben Meter hoch, drehen sich, machen eine halbe Drehung und das mit einem rasenden Tempo, klatschen einfach auf den Boden, fallen hin, stehen direkt wieder auf und nichts passiert. So, nichts. So, und nichts passiert, fahren weiter in einem Tempo. Ein anderes Kind steht irgendwie da, fällt im Stand hin, schürft sich den ganzen Ellbogen auf und der ganze Arm ist blutig. So. Und diese Spannen da zu sehen bei den Kindern, das ist schon richtig krass. Es ist auch eher heftig wie die Kinder. Ich meine, ja, so wenig bewegt wie in unserer heutigen Zeit, wurden Körper ja praktisch nie. Und auch die Krankheiten sind ja noch nie so enorm gewesen wie heutzutage. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ja, es ist einfach heftig, diese unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedliche Spannen zu sehen. Einfach, da gibt es wirklich Kinder, die noch ganz normal irgendwie sich jeden Tag bewegen, jeden Tag zumindest mal eine Stunde draußen sind. Was so Minimum eigentlich meiner Meinung nach für ein Kind ist, dass es sich mal eine Stunde am Tag ein bisschen austobt, bewegt, klettert, egal was, draußen ist, auf dem Spielplatz. Und andere Kinder, die, ja, da ist anscheinend gar nichts. Und dann gleichzeitig eben von der Psyche her, je nachdem wie die Kinder, wie die Eltern eingestellt sind, so sind auch, wie gesagt, die Kinder drauf von der Psyche. Du merkst schon, wenn die Eltern immer so sind, oh nee, da machst du aber vorsichtig, da machst du aber langsam und dem Kind nichts zutrauen oder so. Auch wenn manche Kinder dann zu den Eltern schauen oder so erstmal. Normalerweise von den Kursen, wir schicken erstmal alle die Eltern weg, sagen, hey, ist kein Problem, könnt gehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende ein bisschen zuschauen. Kinder brauchen keine Hilfe. Ganz im Gegenteil, sobald die Kinder dann immer mal in der Gruppe sind und da sind ein paar dabei, die fahren da drüber und die wollen das auch machen, die sehen das da. Und dann lernen die so viel in diesen 2 Stunden. Das ist wirklich, ja, abgefahren. Und genauso was für eine Einstellung ich da habe. Wenn ich mich da hinstelle neben die Rampe und da weiß, das Kind fährt da drüber, das fährt dann auch da drüber. Also, da ist da gar kein Zweifel. Das macht es auch. Wenn das Kind sieht, dass du glaubst, es kannst, dann kannst es auch. Weil das das Vertrauen in dich hat. Und natürlich sollte man auch wissen, was man macht und was das Kind für Fähigkeiten hat. Aber ja, diese falsche Vorsicht, diese falsche Angst und diese zwanghafte Angst schon, die man bei vielen Eltern sieht, die überträgt sich oft auf, auf Kinder. Und andere Kinder, da passiert gar nichts. Ich habe selbst als Kind den größten Schmarrn gemacht, keine Ahnung, im Funpark gefahren mit Skates, irgendwelche Mauern runtergesprungen, auf irgendwelche Bäume geklettert. Ich habe mir nie was gebrochen. Wenn das Kind ein gesundes Körpergefühl entwickelt, dann weiß man, was man kann, was man nicht kann. Und auch, wie man sich abfängt oder wie man Unfälle vermeidet und so weiter. Ich bin 1000 Mal auf die Schnauze geflogen als Kind und aber gewusst, wie, ja, in einem gewissen Rahmen, ja, und mit einem gewissen Körpergefühl, genau, und ja, das sind halt so meine Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 4 Jahren da mit den Kindern gemacht habe. Oder auch während, ich habe noch einen Fußball in Jugend trainiert, F-Jugend ab und an. Und auch bei den Fußballkids, so habe ich das immer wieder beobachtet. Ja, diese, ja, wie die Eltern, so die Kinder meistens. Und einfach nur, weil die Kinder imitieren, was bei den Eltern da ist, was da für Ängste da ist. Die spiegeln das einfach, die saugen das auf wie ein Schwamm. Die hören nicht auf die Worte, die aus deinem Mund kommen. Wenn aus deinem Mund kommt, ist nicht
ständig Chips und abends hocken die Eltern vorm Fernseher und essen Chips, dann essen die Kinder auch Chips. Die sehen, was man macht. Genauso, wenn sich jemand vorne hinstellt und sagt, hey, ich weiß, ich rauche zwar selber, aber Rauchen ist scheiße. Raucht nicht, Kinder, fangt nicht mit dem Dreck an. Die sehen trotzdem, hey, der ist vielleicht ganz nett, der Lehrer, identifizieren sich mit dem und fangen trotzdem mal das Rauchen dann an. Denken, der macht es ja auch. Kinder saugen das, was du machst, auf wie ein Schwamm. Und jedes Wort. Eltern, wenn sie denken, ach, die Kinder wissen nicht so viel. Oder, nee, mit dem Kind, sowas nicht vor dem Kind sozusagen. Die Kinder bekommen alles mit. Die Kinder sind nicht so blöd, das ist alles gespeichert. Die saugen das auf wie ein Schwamm. Ja, und deswegen gerade dieser dritte Punkt jetzt, den ich auf Eltern bezogen, was ich loswerden wollte, ist, wenn man als Eltern, ja, wenn man beschließt, Eltern zu werden, wenn man beschließt, ein Kind in die Welt zu setzen, dann ist der erste Punkt, an sich selber zu arbeiten, selber glücklich zu sein. Erst wenn du eine gewisse Basis, eine gewisse Solidität, eine gewisse psychische Stabilität, Ausgeglichenheit und Freude ausstrahlst, dann ist es Zeit, Kinder zu bekommen. Und erst wenn du es vielleicht mal geschafft hast, ein Jahr lang, man muss mal wirklich bedenken, wenn man sich entscheidet dazu, wenn du dich entscheidest dazu, ein Kind in die Welt zu setzen, dann hast du die Verantwortung dazu. Du hast normalerweise die verdammte Verantwortung dazu, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dass die nächste Generation einen Ticken besser ist als diese jetzt. Und das funktioniert nicht, wenn man Drogen nimmt, wenn man Medikamente nimmt. Wie soll ein Kind rauskommen, das besser wird? Also du solltest, wenn du dich entscheidest, mal ein Kind zu bekommen, dann sollten beide Elternteile mindestens mal aufhören, ein Jahr lang Drogen zu nehmen, aufhören, ein Jahr lang Alkohol zu trinken und eine gewisse Stabilität in ihre eigene Persönlichkeit bringen, in ihr eigenes Sein und in ihren eigenen Körper. Das war früher noch viel mehr verankert in, ja, Naturvölker, und die reinigen erstmal den Körper, bevor sie sich dazu entscheiden, Kinder zu bekommen. Bevor sie Kinder bekommen, bereiten die das, ja, den neuen Zugang, die Grundlage für das neue Leben, dem bereiten sie erstmal ein sauberes Umfeld, ein gewisses Umfeld ohne zu viel negative Einflüsse. Die reinigen sich erstmal. Die machen Fastenphasen oder andere Rituale. Ja, bei uns ist es dann vielleicht so verkommen, dass es dann heißt, hey, während der Schwangerschaft kein Alkohol mehr. Nein. Wenn du ein Kind bekommst, solltest du ein Jahr mindestens vorher mal mit den ganzen Drogen aufhören, mit dem Alkohol aufhören, mit Medikamenten aufhören und schaffen, deinen Organismus in Freude zu bewahren, ohne irgendwelche Substanzen. Dann bist du auch befähigt, ein Kind in die Welt zu setzen, Leben in die Welt zu setzen. Und dann der wichtigste Schritt ist es, wie gesagt, als Eltern, als Mutter, als Vater ein Vorbild zu sein. Die Kinder saugen auf, was du ausstrahlst. Wenn du sagst, oh, alles in Hektik machst, immer nur schlecht gelaunt bist, weil du hast ja keine Zeit, du hast ja Kinder, du musst ja alles machen und du hast ja noch einen Job. Das ist genau das Falsche. Glaub mir, wenn du es schaffst, dich in den Zustand zu bekommen, dass du alles entspannt machen kannst, dann kannst du die Dinge, die du da gestresst erledigst mit deinem Kopf, die kannst du in der Hälfte der Zeit erledigen, ohne Stress. Wenn du es schaffst, locker zu werden, wenn du es schaffst, dich zu ändern, deine innere Einstellung zu ändern, daran,
zu arbeiten. Aber das erfordert viel innere eigene Arbeit. So. Und das ist aber das Wichtigste, was du dem Kind mitgibst. Wenn du eine Freude ausstrahlst im Leben, das ist das, was das Kind aufsaugt. Was sind wir denn für Vorbilder? Wenn erfolgreiche Menschen gestresst durch die Welt laufen, erfolgreich sind im Äußeren mit irgendwelchen Dingen und dann irgendwie depressiv werden, Burnout bekommen, Selbstmord begehen oder sonstige Sachen. Und was ist das für ein Vorbild? Muss man sich wirklich mal fragen. Wenn jemand scheitert, wenn jemand scheitert und Selbstmord begeht, okay, das ist nicht schön. Aber wenn jemand erfolgreich ist, nicht glücklich ist, das ist wirklich einfach nur eine Tragödie, das ist ein Desaster, das ist unwürdig, da läuft was falsch. Und wenn man sich viele erfolgreiche Menschen in unserer Gesellschaft anschaut, wie glücklich die sind, dann muss man sich fragen, was für ein Vorbild sind wir damit unserer Jugend? Warum will noch irgendein Jugendlicher, warum will noch irgendein Kind erfolgreich sein? Wenn es die Eltern sieht, wie sie sind und wie unglücklich, wie gestresst, wie freudlos sie durch die Welt laufen. Was ist das ein Vorbild? Was für ein Kind will denn da noch erfolgreich sein? Und erfolgreich zu sein ist eigentlich eine super Sache. Aber wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist und wenn nicht der Erfolg daraus entsteht, oder mit einer gewissen Stabilität und mit Freude entsteht. Wo ist der Zweck? Wo ist der Sinn? Und das fragen sich ja halt doch viele Menschen heutzutage. Deswegen nehmen ja auch immer mehr Menschen Drogen. Immer mehr Menschen greifen zu Alkohol, zu Medikamenten. Ein Leben ab 30, 20 bei den meisten Menschen ohne Medikamente ist ja undenkbar so. Ich habe seit Jahren nichts mehr an irgendwelchen, ja, Medikamenten, Alkohol, Drogen genommen. Und das ist das, wo man hinkommen sollte, dass man all diese Zustände wieder selbst erzeugen kann und nicht durch äußere Stimulanzien erzeugen muss. Wenn du sowieso glücklich bist, ich bin jeden Moment glücklich. Was ergibt es dann für einen Sinn, noch was zu mir zu nehmen? Ich bin dadurch nicht glücklicher. Die Leute sagen, oh, ab und zu trink mal ein Glas mit. Wozu? Ich habe gar kein Bedürfnis dazu. Mir geht's sau gut. Mir geht's sau gut. Ja, wenn du wieder auf so ein Level kommst, dass es dir gut geht, ohne Drogen. Ohne Alkohol. Wozu sollst du das nehmen? Die Leute wollen Alkohol ja nur nehmen, damit es ihnen gut geht. Weil sie dann mal ihren Kopf abschalten können, meistens. Der ist dann mal ruhig da oben. Dann ist einfach mal wieder Ruhe. Dann werden die Leute wieder wie ein kleines Kind, wenn sie betrunken sind. Alte Männer, die sich betrinken und dann wieder wie Kinder werden. Weil sie einfach nur den Kopf wegschalten. Weil der Kopf einfach ruhelos, rastlos ist und wir uns so sehr damit identifizieren. Das ist das Problem, dass wir uns so mit dem Denken identifizieren. Nicht mehr einfach das Denken als Werkzeug sehen. Einfach nur als ein Werkzeug, das man benutzen kann, auf Seite legen kann, wenn man es mag. Wie die Hände. Kann ich ganz ruhig auf meinen Schoß legen, wenn ich mag. Und trotzdem sind sie nützlich, weil sie das machen, was ich sage. Aber die meisten. Der meiste Verstand bei den Menschen, die meisten Gedanken, die tauchen einfach unkontrolliert auf und lösen negative Gefühle aus. Unkontrollierbar. Das ist einfach dann nur, ja, das ist eine Krankheit, psychische Krankheit. Und dem versucht man zu entkommen mit Alkohol. Wenn man aber selbst wieder in der Lage ist, sich nicht mehr so zu identifizieren mit seinen Gedanken, dann ist das wieder kein Problem. Wenn man selber ständig in einem Zustand von Freude ist, dann
wen interessiert es? Ja, da ist dann kein Bedürfnis danach, nach solchen Sachen zu greifen. Egal. Und wenn man sich doch Kinder anschaut. Bei Kindern musst du was machen, damit sie unglücklich sind. Kinder haben normalerweise eine pure Freude in sich. Drücken sich einfach aus, was gerade ist. Da musst du nicht, denen reicht irgendwie ein Stock, eine Ameise, die sie beobachten und lachen darüber. Und überleg mal, bei dir, da muss plötzlich irgendwas passieren, dass du überhaupt mal glücklich bist. Kurze Zeit, was ganz Besonderes. Aber die meiste Zeit laufen die Menschen mit irgendwelchen Gesichtern rum, die konstant sind. Und wenn ein Kind fröhlich ist, eigentlich ganz natürlich, ganz selten mal vielleicht wütend oder mal traurig, da muss schon was passieren, damit ein Kind wütend wird. Sonst wird es nicht wütend. Bei dir, da muss erst mal was passieren, damit du überhaupt mal einmal glücklich bist, damit du einmal wieder lachst am Tag. Und dann sollte man sich doch fragen, so, ja, wen sollte man überhaupt noch fragen, wenn man über Glück spricht? So, anscheinend wissen die Kinder noch mehr über Glück als die Erwachsenen. Und das ist eigentlich traurig. Normalerweise sollte man, wenn ein Kind glücklich ist, dann sollte man als Erwachsener ekstatisch sein. Man hat so viel mehr Erfahrung. Ja, wo ist also der Punkt? Und dann geht es auch, ja, in gewissermaßen nicht darum, wieder werden wie ein Kind, sondern es ist ja auch schön, erwachsen zu sein, aber diese Eigenschaften, dass man wieder glücklich sein kann, jeden Moment. Wir haben Kinder in unserer Gesellschaft noch mehr, einfach weil so viel im späteren Verlauf durch unsere Gesellschaft falsch läuft. Ja, wenn man sich dem entzieht, dann wird man normalerweise immer glücklich und ekstatisch im Laufe des Lebens. Ja, darum geht es, das wünsche ich jedem. Ja, aber das waren mal so, ja, ziemlich langes Video jetzt gemacht. Das waren aber mal so meine Eindrücke, meine Erfahrungen, die ich eben so gesammelt habe, jetzt so im Laufe der Jahre. Ja, während ich so mit Kindern immer wieder zusammengearbeitet habe bei den Inliner-Kursen. Oder ja, mein Fußballkids so. Genau. Wollte ich einfach mal teilen, wollte ich mal loshören. Ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant. Es sind ein paar Gedanken, Anregungen dabei. Ansonsten, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.